Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Lufia. Und wir sind hier in Rosalka. Im letzten Part haben wir Backtracking gemacht und haben die Brückenhöhle überquert. Und hier geht sofort die Post ab. Wer bist du? Und er wird weggeballert. Ihr fühlt euch wohl sehr stark, ihr Waschlappen. Hey, was ist das? Was geht ab? Was? Wer seid ihr? Was bildet ihr euch ein? Du bist also der stärkste Krieger des Schlosses? Der Oberwaschlappen? Freundchen, ich bin der stärkste Krieger der ganzen großen Welt. Witzig, witzig. Mein Name ist Idura. Ein gewisser jemand hat mich geschickt. Wer? Du akzeptierst Befehle von Leuten ohne Namen? Komm zur Sache. Unwissender, ich ziehe es vor, seinen Namen nicht zu nennen. Genug gequatscht, warum bist du aus deinem Loch gekrochen? Du hast eine recht lange Leitung. Okay, jetzt zum Mitschreiben. Ich bin hier, um zu zerstören. Du hast wohl zu Eis gebadet, oder? Dieses Königreich willst du zerstören? Mit deinen Bebenmonstern? Du beliebst zu scherzen. Du spielst mit deinem Leben. Auf ihn mit Gebrüll, meine Freunde. Packt ihn! Du Unglückswurm, du hast einen Fehler begangen. Ihr Monster, was ist mit euch los? Macht ihn fertig! Worte sind Schall und Rauch. Zeige deine wahre Stärke. Was zum? Huhu, hier bin ich. Jetzt geht die Party richtig los. Das war nur einer meiner 100 Spezialtricks. Dagegen sind deine Monster kleine Fische. Weicheier. Ha, so kommst du mir nicht davon. Du wirst mit deinem Leben bezahlen. Komm her. Was? Bezahlen? Bezahlen kann man nur, wenn man etwas kauft. Du hast nichts, was ich kaufen möchte. Schuft, du hast mich lange genug beleidigt. Du wirst mir nicht entkommen. Was hat ihn denn so wild gemacht? Niemand auf der Welt kann mir das Wasser reichen. Bin ich nicht klasse? Stark, das ist mal sicher. Ja, schon, das ist wahr, aber nicht so besonders clever. Stimmt. Huch, da scheint noch eine kleine Monsterdame übrig zu sein. Wo ist das Monster, das mein Königreich zerstören will? Eure Hoheit, da ist es. Oh, hallo. Wunderbar. Persus, trete zurück, ich knöpfe ihn mir vor. Schau, Persus, ich habe das Monster besiegt. Meine Hochachtung, eine wahrlich königliche Leistung. Keine Schmeicheleien, als Prinz ist es meine Pflicht, mein Land zu verteidigen. Oh, deine Worte rühren mich zu Tränen. Hey, Dika, du bist es. Du bist es. Hast du das auch gesehen? Mein König, bringe dich nicht in Gefahr. Papalapap, nur ich kann dieses Land beschützen. Dekar, sei stark wie ich. Ja, eure Hoheit. Gut, Persus, ich gehe wieder hinein. Das war also Dekar. Das ist ein aufregendes Land in jeder Beziehung. So ist es also. Unser Prinz ist manchmal etwas seltsam, doch wir mögen ihn ganz gern. Hui, ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Oh, hier kann man sogar hinter Schloss gehen. Die Kar ist kräftig wie ein Stier, vielleicht der stärkste Krieger der Welt. Du siehst wie ein echter Krieger aus, bist du vielleicht so rum? Genau da bin ich. Nun, ich hörte bereits von dir, dein Ruf eilt dir voraus. Naja, die Leute eben. Nicht so bescheiden, ich wollte dich und deine Leute immer schon einmal kennenlernen. Warum das denn? Es gibt nur einen Grund, einen anderen Krieger zu treffen. Ein Duell. Nicht so schnell, ich bin gerade nicht in der Stimmung für einen Kampf. Schade, es wurde gerade interessanter, warum bist du dann hier? Kennst du einen Mann namens Gades? Nun, er soll ganz Gordovan in Schutt und Asche gelegt haben, kaum zu glauben. Aber leider wahr. Wie kann bloß ein Mann alleine eine ganze Stadt zerstören? Fast ein wenig furchterregend.
Furcht? Quatsch. Ich brenne darauf, ihm Zunder zu geben. Ehrlich? Ach ja, Gardus soll hier in der Gegend sein. Sicher? Ja, und Idura soll auch in der Nähe sein. Meinst du, Gardus hat ihn entsandt? Idura beherrscht die Monster, Gardus muss dahinter stecken. So ganz nebenbei, willst du mir nicht deine netten Begleiterin vorstellen? Oh klar, das ist Tia. Ich kenne sie seit meiner Jugend. Hi, schön dich kennenzulernen. Und das ist Selan. Sie ist eine tapfere Kriegerin und will uns im Kampf gegen Gardus beistehen. Hi. Selan aus Pandoria, du bist nicht nur eine tapfere Kriegerin, sondern auch besonders hübsch. Du bist ein Süßholzraspler, wie? Nun, ich kämpfe gewöhnlich mit dem Schwert, doch diese Dame ist besonders nette Worte wert. Hoho, ehrlich? Fühlt euch im Schloss wie zu Hause, lasst uns später die Klingen kreuzen. Zieh mich direkt, der Junge. Er scheint die Tricks zu können, auf die Mädels immer wieder hereinfallen. Warum schauen wir uns das Schloss nicht von innen an? Genau. Das tun wir. Na, unser Prinz ist echt klasse, wenn er sich bloß nicht immer überschätzen wird. Bleiben kurz einmal ausruhen. Wir haben das Geld. Das Geld und die Zeit. Ein riesiges Erdbeben zerstörte das Schloss im Norden und den Turm im Osten. Doch dieses Schloss blieb zum Glück verschont. Bist du auch ein Krieger? Ich mag starke Kerle. Oh, anmache. Wenn Dekar nur manchmal etwas ruhiger wäre, dann wäre ich total verrückt nach ihm. Der Speicherort. Diesmal nicht in einer Kirche. Überall diese Monster, doch solange Dekar bei uns ist, sind wir sicher. Ganz schön viele Türen hier. Hier duftet es wieder sehr lecker. Der Leibkoch des Prinzen ist ein wahrer Könner. Das ist heute aber wirklich sehr lecker. Aha, willst du damit sagen, dass mein Essen sonst nicht schmeckt? Holerö, das ist aber jemand empfindlich, nun ja. Ja, Maxim hat ja schon am Anfang das Essen von Tia kritisiert. Vielleicht einfach wie Tia, ein bisschen Salz dran machen, dann geht's. Der Schurke zerstörte Gordovan, was ist bloß mit dieser Welt los? Prinz Rocco könnte mit ein wenig Training ein guter Kämpfer sein. Er hat das nötige Potenzial. Hey, Soron, bist du jetzt bereit für ein kleines Duell? Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Ich kann dir leider nicht antworten, sonst würde ich es gern machen. Ich kann recht gut mit dem Schwert umgehen. Kostprobe gefällig? Ich kann auch nicht antworten. Eis und Feuerball? Kaufe ich mir mal 5 von. Vielleicht braucht man die mal. Könnten wichtig sein. Auf zum Prinzen! Hä? Für Prinz Rocco sind alle Menschen gleich, deshalb ist er so beliebt. Wenn er sich bloß nicht für einen Superhelden hielte. Achso, hier ist doch ein König. Eure Hoheit, Idura ist in die Nordgrotte geflohen. Wunderbar, Persos. Pack meine Sachen, ich werde Idura das fürchten lernen. Jawohl, mein König. Die Nordgrotte ist ein gefährlicher Ort. Es ist besser, wenn ich mich um Idura kümmere. Danke für das Angebot, doch ein Teufelskerl wie Idura kann nur ich besiegen. Aber, Eure Majestät. Keine Angst, gegen mich ist Idura nur ein kleiner Wurm. Selbstverständlich. Eure Hoheit. Dekar, es tut mir leid, dich immer wieder um Hilfe zu bitten, aber könntest du dem Prinzen folgen? Keine Frage, aber auf Dauer macht dieses Spiel keinen Spaß. Ich weiß, aber hab doch etwas Nachsicht mit Rocco. Sehr wohl, mein König. Ich mache mich sofort auf den Weg zur Nordgruppe. Ach ja, Dekar, vielleicht könntest du Rocco helfen, ohne allzu viele, verstehst du? Ich habe verstanden. Rocco benimmt sich wie ein Kind. Ich konnte nichts tun. Seit seiner Kindheit hat Prinz Rocco nur einen Wunsch, so stark sein wie Dekar. Das wäre ja alles kein Problem, wenn nur ein wirklich starker Prinz aus ihm geworden wäre. Hört sich so an, als ob wir auch zur Nordgrotte gehen sollen. Erstmal gehen wir jetzt zum Shop.
Hm. Ich nehme das mal. Und das. Ach, Rüstung. Rüstung. Hm. Wenn ich das gewusst hätte. Auch zum Glück. Mehr brauche ich nicht. Aber auch kein Geld mehr. Können wir mal gucken, ob wir unser Kapselmonster Gordo füttern können. Ja. Mal eben kurz sortieren. Das ist gut, Gordo, wir haben alles. Bin schon wieder vorbei, oder? Das ist jetzt ganz unten. Apfelsaft, Alter. Was geht mit dir ab? Habe ich nicht. Hm. Dann kann ich ihm auch nicht helfen. Dem Arm. Okay, Nordhöhle. Wispy. Okay, die gefallen mir schon mal. Die ziehen mir nichts ab. Aber die halten ganz schön viel aus, diese Sterne. Oh, jetzt ruft er auch noch Verstärkung. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wenn er alleine bleibt, dann haben wir ihn, jawohl. Dann haben wir ihn. Am Schlawittchen. Und wir halten einen Zauberkrug. Nordgrotte. U1. Was ist das für ein Viech? Ratzfatz ist das. Ratzfatz bist du erledigt. Ganz einfach. Man hätte denken können, dass DK unser neues Mitglied wird. Aber falsch gedacht. Vielleicht wird er es ja noch. Vielleicht wird es aber auch der Prinz sein, der uns begleiten wird. Vielleicht der Freund vom Prinz. Weil wir haben ein Loch in unserem Team. Oh, hier ist ein Geheimgang. Cool. Der Donnerring. Oh. Ist was für Maxim. Und das ist was für Selan. Ah, er hat auch Hunger auf was anderes. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, ich will den mal eben kurz appen hier. Kein Hunger drauf. Hm.
Ich habe extra was genommen, wovon ich zwei habe. Sieht sehr gut aus, dass wir ihn appen können. Jawohl, jetzt haben wir's. Und die nächste Form von Gordo. Ein cooler Drache. Der andere... Oder eine Flugechse. Andere Spezialattacken. Klauenschlag und Eisenklaue. Können ja mal kurz die Stats vergleichen. 143, 108, 95. Also da sieht man schon mal... Hat was gebracht. Vielleicht flüchtet er jetzt auch weniger. Überraschungsangriff? Nee. Bam! Direkt mal 183er, jawohl. Das hier für ein Trick. Klatscher. Ah, das bringt nichts, weil die fliegen. Oh. Ja. Zu spät gemerkt. Ich hab grad... Ach, ruft da nicht Verstärkung. Boah, wie viel ziehen die ab? Mach die weg. Oh nö. Bam. Der Fumi, der gefällt mir. Gordo. Hier kann ich nichts machen. Muss ich ja bestimmt feststellen. Und der Haken macht immer noch komische Sounds. Das ist wohl der einzige Sinn von diesem Raum hier. Ah, mach doch nicht so einen scheiß Sound. Geh mal links. Ich möchte die auch noch platt machen hier. Mal sehen, ob Schock stärker ist als Blutball. Weil die fliegen ja. Normal müsste der Schock stärker sein. Rein von der Nintendo-Logik, dass Blitz stark auf Flug ist. Oh, die rufen die ganze Zeit Verstärkung, ey. Pissen mich an. Aber unser Fumi macht, unser Gordo macht die immer kaputt. Sehr schön. Was ist das für ein? Keine Ahnung. Wackelpudding. Bleib stehen, Waldmeister. Ein Sabberblob. Jetzt geht aber Satyrjuwel. Und hier auch. Sieht ja sehr pflanzenartig aus. Müsste ja Blutball stark sein. Gegen. Ja, ist es auch. Sehr schön, Selan.
Die Treppe in eine Falle gelockt, so geschockt, dass die Bewegung innehält und den Ausgang offen hält. Okay. Geht nach oben, so geht's nach unten. So geht's nach links, dann geht's ja wahrscheinlich so nach rechts. Ach so, ja. Das war ja nicht so schwer. Das Rätsel. Müsste aber Funke auch stark sein. Wenn Blutball stark ist. Ah, aber nicht auf die Sanddinger. Das ist sehr interessant. Ich teste mal Schock aus. Und noch weniger. Ah ja, Nintendo-Logik. Boden oder Stein. Elektrizität keinen Sinn. Sternfrucht erhalten. Cool. So, wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.